Hallo ihr Lieben, ein herzliches Willkommen zurück zu Zoo Constructor. So, ich habe ein paar mehr FPS, ich habe mal die Grafik etwas runtergedreht. Das wird immer weniger und immer weniger. Ich habe gedacht, bevor es jetzt mega ruckelt, sparen wir etwas an der Grafik. Man sieht es leider schon an den Schatten, sieht ein bisschen unschön aus, aber leben wir jetzt erstmal mit. Dann gab es ein Update. Es gibt jetzt die Möglichkeit, Level 5 zu haben. Also hier gibt es Level 5 Sachen. Riesenpanda, Schimpanse und ein Gorilla sind in Level 5. Neue Tiere wurden auch eingefügt, und zwar der Gepard. Das ist ein Jaguar. Da, Gepard. Eine Bongo-Antilope. Da muss man mal eben schauen, wo die ist. Antilope. Genau, der Steinbock wurde neu eingefügt. Das ist ein Knut, Dromedar. Da, die Bongo-Antilope. Die ist auch neu. Okay. Dann gab es noch neue Futtersachen, und zwar Ameisenhügel und eine Muschelbank. Die Sachen füllen sich wohl von alleine wieder auf, braucht aber relativ lange. Natürlich gibt es hier noch Insektennapf und Bambusschale. Ein Kletterbaum ist dazugekommen und eine Reckstange. Dann gibt es hier noch neue Sachen im Fünferbereich. Natürlich Wasserfall, Springbrunnen, Christus. Statue und Freiheitsstatue. Dann haben wir hier noch Eingangsgebäude und noch ein Eingangsgebäude. Das sind zwei Eingangsgebäude, die mit Level 5 dazukommen. Haben wir noch Blumen, Pflanzen, da haben wir japanische Kirsche, Eiche, Affenbrotbaum, Regenbaum und Riesenmammutbaum. Okay, also es ist ein bisschen was dazugekommen. Auch an Zäune ist was dazugekommen. Glaszaun. Da weiß ich allerdings gar nicht, ob der vorher schon drin war. Ich bin der Meinung nicht. Also ich bin der Meinung, den haben wir noch nicht gesehen und auch den japanischen Zaun natürlich nicht. Und hier großer Bambuswall und große Steinmauer. Sonst hat sich nichts getan, ist alles beim Gleichen geblieben. So, da wir immer noch minus 16.000 haben, haben wir immer noch keine Möglichkeit, Boden zu verändern. Ja. Also, sobald ich laufen lasse, habe ich jetzt wieder nur 10 FPS. Also, ich weiß nicht, ob wir das so weitermachen können. Also, Grafik runterziehen hat nichts gebracht und ihr seht, das sieht wirklich hässlich aus. Ja, also wirklich hässlich. Ich meine, Das ist ja kacke, sowas. Also, wenn mich irgendwas stört, dann sind das kantige Ecken. Das kann ich so überhaupt nicht leiden. Aber wir schauen mal. Wir gucken mal, wie sich das Ganze entwickelt. Und ja, hoffen mal, dass das etwas besser wird. So, wir gucken jetzt mal hier rein. Ja, also im März haben wir einen Gewinn von 2.387 Dollar. Das ist schon okay. Ja, damit kann man gut leben. Serviceeinrichtungen Gewinn geht langsam nach oben. Ja, so ganz langsam, aber sicher macht sich das nach oben unterwegs. So, was hatten wir jetzt gesagt, was wir tun? Wir wollten Sachen optimieren. Ja, wir haben ja schon alles zu hier. Da laufen jetzt aber mehr Leute rum da, ne? Da jetzt nicht unbedingt, aber was ist denn jetzt euer Problem? Ja, aber ihr wart doch zu fünft. Ihr seid zu fünft. Hier, guck mal da. Bitte. Nicht so weit auseinanderlaufen. Okay, ja, okay. Gut. Hier hinten ist so gar keiner. Ich überlege, wie wir weitermachen. Ob wir tatsächlich vielleicht erstmal noch die Wege hier verbinden. Ich weiß gar nicht, können wir Wege machen? Da ist Weg. Da müssten wir das gerade machen. Hier noch, aber ich glaube, das kann ich nicht, ne? Boden ändern geht nicht. Deswegen wäre das jetzt eigentlich keine so tolle Sache, das zu machen. Das geht nicht. Aber wir können ja mal schauen.
Das Geld ist ausgegangen. Ja, nee, das geht also nicht. Schade. Schade, schade. Was machen wir denn jetzt? Also, um die Leute zufriedenzustellen, müssten wir ja Gehege bauen ohne Ende. Das funktioniert aber leider nicht. Deswegen müssen wir ein bisschen warten. Also, wenn wir dieses Plus beibehalten, ne, dann sind wir relativ schnell im grünen Bereich wieder. Dass wir wieder was machen können. Etwas zu teuer. Ja, das ist mir jetzt völlig egal. Ihr müsst dieses Geld bezahlen, denn anders geht das nicht. Okay. Ich gucke gerade, was wir so machen können. Im Moment leider nicht so viel, ne? Es ist dann ja auch sehr unspannend. Komm, wir drehen mal die Zeit vor. Das habe ich noch überhaupt nicht genutzt gehabt. Die ganze Zeit nicht habe ich hier genutzt, dass die Zeit doppelt so schnell läuft. Aber doppelt so schnell heißt, wir kommen doppelt so schnell an unser Geld. Aber es bewegt sich überhaupt nichts doppelt so schnell, ne? Geht das überhaupt? Na gut, okay. Wir haben April im Jahr 7. Wir haben auch irgendwie, wir haben gar keine Uhr, ne? Sonne 9 Grad, 10 Grad. Aber wir haben gar keine Uhr, dass jetzt irgendwie gesagt wird, das und das ist jetzt irgendwie der 5. April, der 6. April, der 7. April oder so. Das haben wir eigentlich gar nicht. Einrichtungen. Gewinn, Betriebskosten. Ne? Das ist ja nicht so toll. Gewinn minus Betriebskosten. Vielleicht sollten wir die schließen. Wir schließen die mal. Wir schließen mal die mit dem meisten Minus. Das ist eine Info hier. Ah, ja. Die würde ich eigentlich ungern zumachen. Da kriege ich aber auch keine Info. Der macht auch Minus. Und wir machen die einfach mal zu, die uns Minus machen. Erstmal. Wir machen die dann wieder auf, wenn wir sie brauchen. Aber da hinten laufen ja sowieso keine Leute rum, wie wir ja festgestellt haben. So. Die würde ich offen lassen. Die würde ich auch offen lassen. Geldautomaten, die machen auch so viel Minus. Vielleicht hätten wir die gar nicht in diesen rauen Mengen gebraucht. Aber wie gesagt, wir versuchen jetzt hier auf Teufel komm raus Geld zu sparen. Deswegen machen wir die Dinge zu, die uns ins Minus reißen. Gut, also die ganzen Dinger mache ich jetzt natürlich nicht so. Da werden wir ja irre, die wieder reinzumachen. Und dann sind wir schon im Plusbereich. Gut, okay. So. Wir sind jetzt bei 13.000 angekommen. Und ihr seid ihr mal trächtig hier. Geschlechtsreif. Geschlechtsreif, aber nicht trächtig, ne? Ja. Schade, schade. Aber guckt mal. März, ne, haben wir ganz gut überstanden, habe ich ja schon gezeigt gehabt. April, ne, ist auch recht gut, muss ich sagen. Der läuft ja noch, ist ja noch nicht fertig. Aber ich finde, wir machen da schon ganz schön Fortschritte gerade. Ne? Es kommt mit Sicherheit auch davon, dass wir die ganzen Einrichtungen abgeschaltet haben. Was mich ein bisschen stört, sind tatsächlich diese niedrigen FPS. Ich hatte zwar in die Videos ja immer reingeguckt und fand das jetzt auch eigentlich okay. Also es war jetzt nicht irgendwie, dass ich irgendwie gedacht habe, so ja, nee, das geht irgendwie nicht, weil das zu schlecht ist, also zu viel ruckelt. Es geht eigentlich. Bei solchen Spielen ist das eigentlich nicht so wirklich wichtig. Finde ich zumindest. So, jetzt
Gebt mal Gas hier, dass wir was machen können. Ich würde gerne das Giraffengehege etwas vergrößern, aber ich würde eigentlich auch gerne neue Gehege kaufen. Ach, guck mal, das haben wir. Das hier waren 5000, ne? Ich würde jetzt einfach bei den Giraffen schon mal den Metallzaun weitermachen. Die machen wir bis dahin, oder? Das finde ich gut. Und daneben dran können wir dann schön irgendwelche Wassertiere machen. Eben schnell drehen hier. So, genau. Und dann reißen wir später das weg. Nur wir können die Bodenwerkzeuge ja nicht benutzen. Also wir können hier kein Savannengras hinmachen. Da fehlen uns ein paar Dollars. So, da müsste auch noch ein Tiergehege hin. Ich will mal eben schauen, was wir denn an Tiere, an relativ günstigen Tieren haben. Also hier die Bongos könnte man noch nehmen. Also die Bongo-Antilope kostet 350 pro Stück. Dromedar, das ist ganz schön teuer. Gnus haben wir doch schon, oder nicht? Weiß ich gar nicht. Steinböcke, auch ganz schön teuer. Alligator, Elch, Wolf, Flusspferd. Flusspferde könnte man doch hier hinpacken. Klar, hier packen wir die Flusspferde hin. Das machen wir. Aber 5000, das ist schon teuer. Hier haben wir noch Walross. Was kosten die? 4000. Die könnte man auch da mit hinmachen. Da schauen wir mal. Jetzt lassen wir aber, wie gesagt, erstmal hier auf doppelter Geschwindigkeit weiterlaufen. Also so langsam. Hier habe ich jetzt wieder was gebaut, ne? Das merkt man dann gleich, dass das dann weniger wird, ne? Also ich denke mal so 2, 3 Monate und dann können wir wieder ein bisschen was machen. Ist ja nun auch die Frage, wie sich das hier mit den Leuten dann verhält, ne? Hier können wir auch schön Wassergehege hinmachen eigentlich, ne? Wassertiere. Wir können ja in der Zeit noch mal ein paar Bäume verkaufen. Ich ziehe das mal dahin. Dann muss ich nicht immer so weit. Ja, mal gucken. Also wir kommen schon in Richtung, ne? Wir sind schon bei 11.000 jetzt wieder. Also wir kommen schon in die Richtung, in die richtige Richtung wieder. Also es ist möglich, sich zu erholen mit ein bisschen Geduld. Aber man braucht halt ein bisschen Geduld. So, erstmal alles hier schön verkaufen. Trägt alles dazu bei, dass wir demnächst wieder bauen können. Na, schaffen wir's? Unter die 11.000 zu kommen? Na ja! Mal gucken, ob es so bleibt. Das geht ja zwischenzeitlich auch wieder ein bisschen hoch. Aber ziemlich cool. Es ist nicht mehr viel. Also jetzt noch ein Tausender und dann können wir wieder Boden machen. Ist natürlich dann ganz schnell wieder im Bereich, wo wir dann nichts machen können mehr, weil wir natürlich ja, bezahlen müssen, wenn wir den Boden machen. Aber wir können wieder was machen. So. 800 noch. Na gut, und dann natürlich noch ein paar hundert dafür, dass wir bauen können, ne? Ja,
wir kommen unter 10.000. Wir schaffen die 10.000. Ja! juhu, Bäume verkaufen und aufs Geld starren. Das ist doch toll. So macht das doch Spaß, oder? So macht ein Zoo bauen absolut Spaß. Aber wir haben es bald. Bald haben wir es. So, da sind wir. Wir können wieder bauen. Ist das nicht toll? Aber natürlich nicht viel, weil, ne? Wir sind ruckzuck wieder in der Sperre drinne. Deswegen würde ich gerne noch ein kleines bisschen warten. Glückwunsch, Zebra-Nachwuchs. Yay! Giraffe ist trächtig, wäre eine tolle Sache. Also wir müssten dann vielleicht doch versuchen. Ich habe ja sterilisiert die Tiere, wo ich gedacht habe, boah, es ist mal okay irgendwie. Ach, guck mal, wir sind schon unter 8, unter 9.000 jetzt. Ja, dass man nicht so viele immer hat und nicht so viel verkaufen muss. Aber ich glaube, dass wir durch Tierverkäufe recht viel Geld machen können. Und die dann doch nicht sterilisieren lassen sollen, sondern wir behalten die dann so, wie sie sind. So, jetzt können wir eigentlich gleich mal beigehen und das Giraffengehege fertig machen, oder? Dass wir in diesem Part noch irgendwas Produktives tun, außer irgendwelche Bäume zu verkaufen, um unser Konto aufzubessern. So, jetzt würde ich das noch eben hier verschieben. Wieder. So. Ja, und dann kümmern wir uns hier ums Giraffengehege, ne? Können wir dann erstmal den Zaun rausnehmen? Nein, erst machen wir den Boden, sonst sind sie nachher so unzufrieden. Also. Das kostet mich was? Ja, eine ganze Menge. Das war eins zu viel, das hätte ich mir sparen können. Also, ne, wir sind jetzt, also es ist schon knapp wieder. Oh. Kann ich die Mauer wieder neu ziehen? Warum kann ich denn die Mauer verkaufen? Warum kann man denn die Mauer verkaufen? Gut, okay, das kriege ich nicht weg, ohne die Mauer damit zu verkaufen. Das finde ich ja echt merkwürdig. Okay, so. Die wollen natürlich Bäume haben. Was ist denn mit der Eiche da los? Geht's der gut? Die sieht so komisch aus. Der ist vielleicht ein bisschen warm oder so. So, das haben wir. Aber die Giraffen brauchen natürlich noch ein bisschen, ein paar Bäume und sowas, ne? Und zwar sind die ziemlich warm, oder? Ich muss nochmal nachgucken, in welchem Bereich die liegen. 5 bis 50. Okay. Dann sollte das kein Problem sein. Pinie, Köcherbaum. Ach, das sind die hohen Dinger hier, ja. Dann haben wir hier den Köcherbaum. Und dann brauchen wir noch ein Heizgerät. Mal gucken, ob ich das verschieben kann hier. Dass wir nur so kleine Flächen frei haben, wo dann keine Pflanzen stehen. Ich glaube, der ist, entweder ist der zu warm oder da kommt kein Gärtner hin.
Das ist natürlich auch möglich. Wo haben wir denn unsere Leute? Ah, seht ihr? Da fehlen sie nämlich schon wieder. Und wenn wir jetzt wieder neue einstellen, dann haben wir wieder das Problem, dass die teuer werden, ne? Aber ich würde die hier irgendwo dann tatsächlich hinstellen wollen. Also wir brauchen eine Reinigungskraft. Ich würde jetzt mal nicht alles an Personal hinstellen. Okay. Habe ich hier irgendwie die nicht richtig ausgebreitet? Habe ich da irgendwie Mist gebaut gehabt? Ja, guckt mal hier. Da habe ich tatsächlich nicht so wirklich drauf geachtet. So, jetzt muss ich mal an die anderen noch rangucken. Was ist denn das, der hier? Nee, nicht Holzzaun, Tierpfleger, ja. Okay, und du bist ein Techniker. Und das da ist die Reinigungskraft. Ich glaube, das hatten wir schon. Und Gärtner. So. Jetzt sieht das Ganze schon etwas anders aus. Ne? Die, ja, also die eine Stelle da hinten würde ich jetzt mal so lassen und mich nicht weiter drum kümmern. Tierpfleger haben die hier. Weil er nicht an die Schale rankommt. Und ein anderer Tierpfleger würde da nicht durch das Tor gehen. Gärtner brauchen wir. So, und wir brauchen für die hier auf jeden Fall, also wirklich auf jeden Fall ein Eingang. So. Was fehlt denn jetzt noch? Wir haben Tierpfleger, wir haben Reinigungskraft. Ich glaube, einen Techniker brauchen wir noch, ne? Den packe ich mal hier hin. Breitet den mal schön aus. Gut, okay. Wunderbar. Und dann brauchen unsere Giraffen noch ein zweites Tor, damit eben auch die Pfleger und so weiter von hier aus ins Gehege kommen. Okay, gut. Das haben wir. Hey, und wir sind schon bei 6.000 jetzt. Total cool. Klar, die Zeit läuft natürlich jetzt auch schon eine ganze Weile etwas schneller. Wir haben hier 5.000 plus gemacht. Das ist wirklich gut. Ja, und ich würde sagen, wir schauen dann einfach im nächsten Part weiter, wie wir hier wieder ja, in den grünen Bereich kommen, ein bisschen Geld machen und vielleicht noch neue Tiere kaufen können. Also, bis denn. Ciao, ciao.